Hallo, mein Name ist Niklas Schmid, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Fitnesstrainer. In der Vergangenheit habe ich schon die ein oder andere Bodybuilding-Show gemacht und werde auch wieder in Zukunft Bodybuilding-Shows betreiben und mitmachen. Ich möchte euch bei diesem Video heute die 10 Anfängerfehler erklären. Ich möchte sie euch nicht nur erklären, sondern ich möchte euch auch zeigen und mitgeben, was ihr dagegen tun könnt. Es ist wichtig, Fehler nicht nur zu erkennen, sondern auch zu wissen und zu sagen, okay, das sind die Fehler und was kann ich hier dagegen machen. Die 10 Fehler von mir für euch erklärt und wir fangen mit der Nummer 1 an. Die Nummer 1 ist das planlose Durchstarten beim Training. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr einen Plan habt, wenn ihr anfangt zu trainieren. Es ist wichtig zu wissen, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, welche Muskelgruppen trainiere ich wann. Es ist ganz wichtig, diese Dinge zu wissen. Und wenn ihr euch hier nicht informiert habt und wirklich planlos seid, ist es ein Riesenvorteil, sich zum Beispiel einen Trainer dafür zu nehmen, der euch dabei hilft, das Ganze hier strukturiert und mit Plan durchzuziehen. Planlos ins Gym zu gehen ist absolut keine Option. Ein strukturierter Trainingsplan, ein strukturiertes Training ist das A und O für weitere langzeitige Erfolge. Fehler Nummer 2 ist, dass zu viele und zu lange trainieren. Viele von euch sind wahrscheinlich übermotiviert und wollen ins Gym gehen und direkt jeden Tag hier komplett 3 Stunden durchmarschieren, was aber für Anfänger nicht sehr zielführend ist. Ihr müsst beachten, dass Training und Regeneration Hand in Hand geht. Sprich, optimales Training und optimale Regeneration führen dazu, dass ihr langzeitig Erfolg habt. Wenn ihr nur planlos hier jeden Tag durchtrainiert, wird die Regeneration zu kurz kommen und ihr könnt euch in dementsprechenden Übungen nicht mehr steigern. Sprich, Training und Regeneration gehen Hand in Hand. Wenn ich das für Anfänger hier pauschal sagen sollte, dann denke ich an 1 Stunde bis 1 Stunde 30 Training 3 bis 4 Mal pro Woche in einem Style von Ganzkörper oder gesplittet in Ober- und Unterkörper. Fehler Nummer 3. Vielleicht habt ihr etwas Angst vorm Training. Ihr habt Angst davon durchzustarten. Aber ich möchte euch diese Angst nehmen, hier im Fitnessstudio Vollgas zu geben. Egal wie ihr ausschaut, egal welchen Fitnessstatus ihr habt, egal wo ihr herkommt, hier im Fitnessstudio ist jeder gleich. Jeder sollte das Ziel haben, stärker und besser zu werden. Deshalb keine Angst, hier im Fitnessstudio Gas zu geben und zu trainieren. Viele Leute haben Angst davor, Anfänger im Freihandelbereich zu trainieren. Das ist völlige Nebensache. Macht euer Ding, denn jeder startet irgendwo. Selbst ich habe irgendwo gestartet, selbst ich habe anfangs wenig Gewicht genommen und jetzt nehme ich mehr. Wieso? Weil ich jeden Tag hier Vollgas gebe. Deshalb, egal wer ihr seid, egal wie ihr ausschaut, Vollgas geben und trauen, im Gym richtig durchzustarten. Fehler Nummer 4. Anfänger und Beginner ignorieren meistens die leichten Gewichte. Viele wollen sofort durchstarten und mit schweren Gewichten starten, weil halt die fortgeschrittenen Leute, die mit mehr Muskeln, mit schwereren Gewichten trainieren. Aber ich muss euch hier etwas bremsen und euch sagen, dass es wichtig ist, anfangs die leichteren Gewichte zu verwenden. Alles in allem, der große Punkt hier ist die Ausführung. Wenn die Ausführung nicht korrekt ist, dann könnt ihr schwer Progress und Fortschritt machen in der Übung. Deshalb am Anfang die leichteren Gewichte benutzen, um hier wirklich die Ausführung optimal zu machen. Und sobald ihr mit den leichteren Gewichten eine optimale Ausführung habt, könnt ihr zu schwereren Gewichten umsteigen und schon bald seid ihr bei den Big Boy Weights. Fehler Nummer 5, die richtige Ausführung bei den Übungen. Ein unglaublich wichtiger Punkt für euch ist die richtige Ausführung bei den Übungen. Denn wenn die Ausführung nicht optimal ist, nicht gut, kann zum einen
eine Verletzung passieren. Zum anderen wird der Progress, der Fortschritt sehr eingedämmt irgendwann und ihr könnt hier wirklich nicht mehr voranschreiten und besser werden im Training. Was auch noch dazu kommt bei der falschen Ausführung ist, ihr trainiert nicht den Muskel, den ihr trainieren wollt. Ja? Eine Ruderübung für den Latissimus wird zum Beispiel zu einer Ruderübung für die hintere Schulter. Eine Ausführung ist unglaublich wichtig, um den richtigen Muskel anzusteuern. Was noch sehr wichtig ist, und das zeige ich euch bei dieser Rückenübung, ist, sich auf den Muskel zu konzentrieren bei der Ausführung. Am besten bei dieser Rudermaschine Augen zu und wirklich auf den Rücken konzentrieren bei der Ausführung. Alles um euch herum ausblenden. Egal wer zuschaut, egal wer im Gym ist, einfach euer Ding durchziehen und nicht hier versuchen, viel Gewicht zu nehmen und Schwung zu nehmen und einfach schnell die Übung hinter sich zu bringen. Mind Muscle Connection. Verknüpft euer Gehirn mit eurem Muskel, um den Muskel richtig anzusteuern und auch richtig zu trainieren. Fehler Nummer 6 ist das Auslassen von Muskelversagen beim Training. Erstens, ihr stellt sicher, dass die Ausführung korrekt ist. Wenn die Ausführung korrekt ist, könnt ihr zum Muskelversagen trainieren. Ich bin davon überzeugt, Studien sind davon überzeugt und es ist auch wirklich so, mit Muskelversagen könnt ihr besser und schneller Muskulatur aufbauen. Ihr müsst eurem Körper eine Extremsituation liefern. Wieso sollte sich der Körper an eine Situation anpassen, wenn sie nicht extrem ist? Eine Extremsituation ist Muskelversagen und so passt sich euer Körper an diese Situation an, indem er mehr Muskulatur aufbaut, um das Gewicht das nächste Mal überbrücken zu können. Wenn ihr ans Muskelversagen trainiert, wie zum Beispiel bei der Bench Press, bitte, bitte, bitte einen Gym Buddy, einen Freund, eine Freundin oder einen Trainer zur Hilfe herholen, damit euch auch wirklich nichts passiert, wenn ihr die Übung nicht mehr durchführen könnt. Muskelversagen, ganz wichtiger Punkt, wenn die Ausführung der Übung korrekt ist. Fehler Nummer 7, das Nicht-Tracken eures Workouts. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr eure Workouts mitschreibt, aufschreibt und analysiert. Denn nirgendwo anders ist es besser möglich, seinen Progress zu analysieren als im Gym. Ihr könnt hier wirklich Zahlen hernehmen als euren Progress. Naja, wenn ich 30 Kilo Bankdrücken mache und irgendwann 40 Kilo, dann ist das Progress. In keinem anderen Sport kann man Fortschritt so messen wie im Fitnessstudio. Deswegen empfehle ich euch meine Oldschool-Variante. Nehmt Stift und Papier mit ins Gym und schreibt euch wirklich Satz, Wiederholungszahl und Gewicht auf, damit ihr euch im nächsten Training wieder überbieten könnt. Und genau das sollte das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, von Training zu Training besser werden, damit ihr auch wächst und stärker wird. Heißt, Stift und Papier herrichten, mit ins Gym nehmen. Jeder hat Stift und Papier zu Hause und dann das Ganze tracken, aufschreiben und das nächste Mal besser werden. Fehler Nummer 8, das Starten des Trainings ohne Warm-up. Bitte nicht vergessen, hier ein Warm-up durchzuführen, damit eure Muskeln, euer Nervensystem warm ist für die Belastung im Fitnessstudio. Es ist unglaublich wichtig, ein Warm-up durchzuführen, denn es ist verletzungspräventiv. Die meisten Verletzungen kommen dadurch, dass Menschen, Leute im Gym, die Workouts starten, ohne sich vorher aufzuwärmen. Es gibt so viele Übungen, mit denen ihr das Warm-up starten könnt. Zum Beispiel das Rudern, Fahrräder, Stairmaster, Laufband, alle möglichen Dinge im Gym, damit ihr wirklich warm seid, damit eure Muskeln warm sind und ihr dann beim Workout verletzungsfrei Vollgas geben könnt. Fehler Nummer 9 ist das Auslasten verschiedener Körperteile. Sprich, viele von euch werden sich freuen, wenn sie die Brust derartig aufpumpen können oder mit so einem Bizeps in der Stadt oder am Beach herumrennen.
aber solche Füße mitbringen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr jeden Teil eures Körpers trainiert. Denn, naja, ihr seid Bodybuilder, ihr wollt euren Body bilden und Füße sind auch ein Part eures Bodies. Sprich, wenn ihr den Körper trainiert, bitte alle Körperteile dabei beachten, betrachten und trainieren. Denn der Look ist absolut beschissen, wenn der Oberkörper breit ist, gestählert und die Beine nicht dazu passen. Aber auch andersrum, glaubt's mir, ich habe das andersrum auch schon gesehen. Deswegen, alle Körperteile trainieren, auch wenn das Beintraining unglaublich anstrengend ist. Hier ein kleiner Tipp und Vorteil für euch, am meisten Kalorien verbrennt ihr beim Beintraining. Jeden Körperteil trainieren, denn jeder Teil ist ein Part of your body. Fehler Nummer 10 und damit der letzte Fehler von Anfängern im Gym ist die falsche Ernährung. Ihr müsst versuchen, eure Ernährung an euren Progress im Gym anzupassen. Denn die falsche Ernährung kann dazu führen, dass der Progress im Gym, der Fortschritt im Gym auf der Strecke bleibt. Mit der richtigen Ernährung bleibt auch der Progress nicht aus und ihr könnt wirklich einen Schritt nach dem anderen nach vorne machen. Bewusst, healthy und gut ernähren nach dem Training, vor dem Training, um Fortschritt zu generieren, um stetigen Fortschritt zu machen. Das waren die 10 Fehler, die ich persönlich als Trainer bei vielen Beginnern gesehen habe. Falls jemand von euch dieses Video jetzt anschaut und sich denkt, diesen Fehler mache ich auch, dann absolut keine Sorge. Versuchen wirklich von Training zu Training den Fehler langsam zu vermeiden. Ihr seid genau wie ich auch nur Menschen und jeder Mensch macht Fehler und deshalb hier nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn ein Fehler gemacht wird. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und falls ihr noch irgendwelche Fehler gesehen habt oder selbst irgendwelche Fehler miterlebt habt, einfach unten in die Kommentare damit wir auch wissen, welche Fehler ihr begangen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte den YouTube-Kanal hier abonnieren und einmal auf die Glocke drücken, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn weitere Videos hier von Get Fit auf YouTube erscheinen. Vielen Dank fürs Zuschauen und versuchen, Fehler, Beginnerfehler in Zukunft zu vermeiden.